Dann kriegst du die SP und ich guck Also am gerade. Bauch habe ich 5. Am Bauch hast du 5. Ja, dann kriegst du 5 Also SP. 4 durch den Ho Hartholzharnisch und wattiertes Genau, Unterzeug habe ich noch. genau. Dann habe ich noch einen umgewandelten Angriff mit meinem reißenden Schwert. Das ist eine plus 4. Und ich gebe mir nochmal eine plus 4. Oh ja, die Götter lieben mich. Ach komm, den würfelst du noch mal. Ich habe Womit noch ein denn? Mit dem zweites Mal zweiten Glück. Glück. Oh. Oh. Auf die 11 schaffst du es. Aha, 6. Sind 17 TP. 17 TP, wohin? In den Schildern. Oh, die will ich eigentlich wirklich nicht, ne? Ist es noch wert, den Chip dahinter zu hauen? Ja, ist Zweite Runde für es. dich. Okay, Ja, Schicksalspunkt Chip, ist weg. komm, neuer Angriff. Neuen Angriff oder den Neuen Schaden Angriff. neu? Nee, neuen Angriff. Scheiße. Aber Du kommst. ich hab dir alles rausgekitzelt. Dann bist du nur bei einer Wunde, nicht bei zwei. Gut, das waren die beiden. Die habe ich schon durch. Den habe ich durch. Goggelmoggel hat sich versteckt. Wie Ich habe viele? 10 THP, Sternchen. Weißt du was, da würfel ich gar nicht gegen. Ist der da gerade angekommen? Ja, ne? Ja, der ist da gerade Ach komm, hingelaufen. doch, doch, ich würfel da mal gegen. Nee, schafft er nicht. Die anderen haben sich auch schon bewegt. Dann bin ich fertig auf meiner 19. Perjin hat einen Sturmangriff gemacht. Du bist auch fertig. Zidon hat pariert. Fertig. Goggelmoggel, du hast dich gar Ja, ich nicht möchte bewegt, aber mir. einmal versteckt hast du dich. Genau, das ist das, was ich in der ersten Aktion gemacht habe. In der zweiten möchte ich gerne meinen Angriff vorbereiten und mir eine Ansage verpassen. Dafür brauche ich halt eine Aktion. Ja, gut, dann bist du nächste Kampfrunde wieder dran. Ronga, du hattest schon vorgezogen, Grogge. Ja, ich versuche der ollen Troller noch mit, also jetzt mit der nächsten Aktion ins Gesicht zu schießen. Okay. Frosty, hätten wir eigentlich bei meinem letzten Wurfspeer den 1W6 für Torso noch dazu gemacht? Ich glaube, den hatte ich selber gewürfelt, ja. Das ist wahrscheinlich dieselbe Erschwernis wie vorhin. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Minus 2, weil ich ja zwei Aktionen gezielt habe. Ja. Versuchen wir mal mein Glück. Yay, wieder ins Gesicht. Schaden. Und ein W20 hoch oder tief, beziehungsweise hoch ist gut. Also die Das 20. sind 6 Schadenspunkte. Das Ich ist habe ein einen W12 genommen. W12, genau. Das ist wieder doof. Dann nur, wie viel hast du gesagt? 6. 6. Ja, Aber immerhin ins Gesicht. ja, 6 TP, wird damit trotzdem nicht verdoppelt, ist keine Wunde, ist also egal. Und sie ist dran, sie schießt Ja, warte, ich auch. habe ja noch eine zweite Aktion, oder nicht? Ja. Weil ich würde mit der zweiten Aktion nämlich gerne die Sichtlinie blockieren, also mich so weit zurückrutschen lassen, dass sie keine Sichtlinie Dann mehr ziehe hat. ich vor und schieß. Weil vorziehen kann ich halt auch, wenn ich eine höhere Initiative habe. Ja, aber muss sie nicht erstmal laden und so weiter? Kompositbogen? Ah, doch, gut. Ob dir drei Aktionen oder so. Nee, wenn sie sowieso Meisterschützin ist. Also, Kurzbogen kannst du ja halt jede Aktion schießen. Das ist halt kein Kurzbogen. Ja. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Na gut, komm, dann schießt die nächste Runde. Passt. Auch wenn sie Paktiererin ist. Dann kannst du aus der Sichtlinie gehen. Willst du da einfach bleiben? Oder. Nein, ich würde dann halt versuchen, irgendwie hier Runter. runterzukommen, so nach, Ja. also halt vom Dach runter. Ja, könnte ich jetzt wieder eine Körperbeherrschungsprobe abverlangen? Willst du da einfach stehen bleiben? Ja, halt erstmal da stehen bleiben. Also im Prinzip vom Dach runterrutschen lassen, so dass ich da stehe an der Hauswand. Ja, würfel mal eine Körperbeherrschungsprobe plus 3, weil 3 Meter. Und dann ist sie auf alle Fälle beim Nachladen fertig. Und die jagt das noch nicht zu Ende. Nächste Kampfrunde, 14. Jawohl. Der Kollege bei Ronga lebt noch? Ja. Okay. Habe ich gesehen, dass der hier kommt? Auf der anderen Oh, Seite? der ist von hier. Ja, doch, das hast du gesehen. Okay. 3, Dann nach. Ach. 2,
Kommt nach hier und parieren. Parade offen behalten. Gut, dann, oder sich dann ja, genau, stehst du ein bisschen weiter zurück. Ja, du stehst ein bisschen in 8 Meter. Ah, okay, warte Sekunde, ich stand hier. Und dann stehe ich. Freie Aktion hier. Ja, weißt du was? Ich schieß mal auf dich. Du bist der Eismagier und ich bin die Paktiererin. Ich hau dir jetzt vollen Pfeil in den Rücken. In den Rücken ist eine minus 5. Ich gebe mir mal eine Wucht 10. 12. Sollte trotzdem gelungen sein. Wenn wir Menschen groß... Auch durch den Regen, durch die Finsternis, ja, durch alles? Ja, wenn sie eine Paktiererin ist und sowas wie Wind und Wetter ignorieren kann, klar. Kann sie durch Meisterschütze. Kann sie mit Meisterschütze, kann sie mit Eisfeilen oder beziehungsweise mit so Pfeil des... Pfeil der Luft würde das ja machen, aber ja, doch, würde drin sein. Auch 10 hätte ich gesagt, ne? Mhm. Ja, das sind 20. Wohin? In dein linkes Bein. Ja, ich habe kein Schip mehr. Damit verringerter Wundschwelle ins Bein. 3 Wunden? 2 Wunden? 3. Ich habe ja schon eins im linken Knie. Eine Wunde. Das heißt, ich sehe den nicht 3. kommen. Nö, weil du weißt, dass sie da ist, aber die hatte sich eben ein Duell mit Groggel geliefert. Und sie hat dir halt genau ins linke Bein gezielt. Sie will dich nicht töten. Sie will die Jagd schmackhaft machen. Kannst du dir die Schadenspunkte abziehen, beziehungsweise deine Rüstung? Dann habe ich mit deinem Wesen. Ich habe keine Rüstung. Ja, dann nimm die 20 SP. Damit bin ich bei minus 3. Minus 3? Krieg zusammen. Wow. Ja, klar. Hauptritter. Ich hab jetzt. Die anderen sind dran. Ich mach 2 auf Zidon. 2 auf Zidon. Habe ich meine Parade jetzt wieder diese Runde? Ja, ne? Du hast kein Schild mehr. Du hast... Aber ich kann ja mit dem Speer parieren. Du kannst mit dem Speer parieren, ja, das geht. Du kannst auch fliehen. Dann kriegst du einen Passierschlag. Empfehlung von mir, du solltest fliehen. Also der Passierschlag ist zu bevorzugen, anstatt jetzt nochmal 4 Attacken mit Wucht irgendwas ranzukriegen. Das ist verständlich. Aber kann ich das dann vorziehen? Oder? Initiative technisch, ja. Also ich fliehe dann jetzt einfach. Wohin auch immer, aber also mir ist es egal. Ich zähle also ich könnte an. Ja jetzt hier dann vermutlich fliehen, hier rüberrutschen oder was? Du kannst auch in Sprint verfallen, dann kannst du 8 bzw. 7 mal 3 sind 21 Schritt. Ich bin 8 gegangen, ich hätte noch, das heißt, ich könnte hier hinter das Haus zum Beispiel. Mhm, die können ja auch hinterher raufen. Okay, dann nehme ich den Passierschlag. Ja. Aber dann habe ich überhaupt keine Parade mehr, wenn ich renne, nehme ich an, ne? Nee, hast du nicht. Passierschlag 1, 2. Das heißt, 2 Passierschläge. Der erste ist getroffen. Ach Gott. 8 TP. Kannst du deine Rüstung abziehen? Kriegst du wahrscheinlich 4 SP, ist nicht so schlimm. Ich guck mal gerade, wo habe ich meine Rüstung eingetragen, da Rüstung. Und sie laufen euch hinterher. Dahin, bleiben da stehen und orientieren sich selber. Das waren die. Bam bam. Der Mordbrenner läuft hier hoch ins Haus und versucht Wolfgrimm zu helfen. Ronga, ich greife Ronga an. Wieder ja, ich zieh vor. Ja, kannst du machen. Und zwar mache ich eine 6er Finte. Krieg eine minus 1 durch Überzahl, weil wir jetzt zu zweit im Kampf sind. Ja, richtig. Und leider ist es daneben. Bitte. Krieg ich denn jetzt hier meine Wunden eingetragen? Bei Rüstung kannst du auf einen Haken klicken. Ja. Wucht 4. Getroffen. 14 in Ronga. Mhm. Perjin kann vorziehen. Ja, ich zieh vor und greif an. Den Raubritter. Gibt Überzahl eigentlich einen Bonus auf Parade? Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, seine Parade wird eingeschränkt, deine nicht. Seine Attacke wird erleichtert und seine Parade wird, glaube ich, eingeschränkt. Ja, okay. Ja, dann ist das tatsächlich nicht gelungen. Parade. Mhm. Schaden, wo?
Hatte ich schon ausgewürfelt, 14. Mit dem reißenden Schwert. Trefferzone. 11, Schild ab. Ja, Jean, hattest du schon gewürfelt deine Attacke? Nee. Ja, ist gelungen. Ja, Schaden. Viel hat er nicht mehr. Warte mal, wo waren das noch mit dem Schaden? Acht minus vier sind nur vier. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. So, der ist durch. Der läuft an euch vorbei. Goggelmoggel hat er nicht gesehen, aber Kasim hat er gesehen. Das heißt, er läuft auf Kasim zu und würde dort stehen bleiben. Dann sind, glaube ich, alle durch. Den Rest hatte ich bewegt. Perjin hatte gezogen. Zidon hatte gezogen. Goggelmoggel. Das heißt, der Typ ist jetzt innerhalb von 5 Metern. Also der steht quasi direkt neben mir. Kasim ist zu dir gelaufen, 2 Meter Entfernung. Okay, alles klar. Das bedeutet, dadurch, dass es halt sehr nah bzw. noch näher ist, ist minus 2, also erleichtert. Das gleicht sich dann mit der Zielgröße aus. Das bedeutet, ich gebe mir eine Ansage von plus 2. Ich gebe dir, wenn du dich mit 2 Schritten kannst, dich auch so ein bisschen frei positionieren, gebe ich dir sogar eine minus 5 für den Rücken. Den kriegst du auch. Cool, ja, nehme ich gerne. Dann mache ich den mal kurz irgendwie. Der so? Sieht dich dann aber auch, vielleicht. Ne? Also nur für die nächste Runde, der sieht dich dann. Okay, aber minus 5. Minus 5, ja, auf diesen hier. Okay, dann gebe ich mir eine 18 Zusage, wie heißt das nochmal? Ja, Wucht. Ansage. Wucht. Ansage, danke. Schmackhaft. Ach nee, warte mal, ich musste mir die ja verrechnen mit den minus 5. Ich bin ja dämlich. So. Fuck. Hast du noch einen Schicksalsbogen? Nee. Kein Glück? Habe ich auch nicht. Dein Speer, du wirfst ihn. Er rollt sich unmenschlich ab. Und du hättest fast Kasim getroffen. Onga. Deine Attacke hast du noch, ne? Oder du hast es pariert? Ich habe einmal angegriffen, ich habe einmal pariert. Ich habe keine Aktion mehr. Roggel, du siehst, wie zwei Ritter auf euch zukommen. Zidon hat sie angelockt. Ja, am Arsch. Ich bin weg. Ich versuche abzuhauen. Ja. Kannst dich natürlich voll bewegen. Kannst auch zurück versuchen in das Loch an den beiden vorbei. Wie willst du fliehen? Hier ist so eine schöne... Gib ihm. Einmal um das Haus rum. Kannst Leertaste drücken. Ach. Sind bis hier und dann meine zweite Aktion. Bis da. Okay, da steht halt auch noch ein Mordbube. Der wird aber wohl von Ronga und Perjin wohl gerade verprügelt. Perjin hatte noch eine zweite Attacke, wenn er will, ne? Ja, das muss... Wollte ich. Also wenn du umwandeln willst, ja, bestimmt. Ja, geht. Ich wandle um. Ja. Ist das mit einer Schwierigkeit? Plus 4. Plus 4. Das ist gelungen. Schaden. Ja. Ich glaube, der bricht dann jetzt auch zusammen. Dann setzt du den auf tot. Und der zweite war auch tot. Mordbrenner. Nächste Kampfrunde. Kasim ist raus. 16, die Ritter stürmen hier rein. Der ist hier gerade oben und versorgt, verarztet Wulfgrim. Die Mordbrenner laufen so und so. Und die würden auf Zidon zustürmen, es sei denn, du ziehst vor und fliehst. Ja, ich würde, aber wenn ich jetzt fliehe, ich bin noch nicht mit denen im Nahkampf, ne? Oder noch nicht. Das, noch das nicht. Heißt, ich kriege diesmal keinen Passierschlag. Nein. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier 8 in... Oh Gott, das ist ja furchtbar, nicht ausreichend genug. Ja, 8. Dann kannst du ihm nochmal geben. Also wenn du sprintest,
Ich glaube, ich nehme die 21 und ziehe mich dann hier zu meinen Kollegen zurück. Ja, alles klar. Die versuchen auf alle Fälle hinterher zu rennen. Und kommen wahrscheinlich so bis hier. Das heißt, die verfolgen euch auf alle Fälle und stehen jetzt in eurem Rücken. Kasim wird als tot geglaubt zurückgelassen, aber ich würde ganz gerne Gurgelmuggel angreifen. Und zwar mit dem hier dahinter, jo, dreht sich einmal um. Ich möchte gerne vorziehen. Ja. Der Typi, hat er mich schon bemerkt? Also der vor mir steht, hier der. Der will sich jetzt umdrehen. Wenn er sich noch nicht umgedreht hat, wische ich schnell an ihm vorbei. Und ja, zwar in diese Richtung. In welche? Oh, mein Zeiger geht gerade nicht. Interessant. Hier rüber? Hier rüber? Nach rechts rüber, zwischen den Häusern hindurch. Hier. Ja, genau, danke. Gut. Ja, der dreht sich wie gesagt gerade um und will dich aufspießen mit seinem schwarzen Schwert. Und da ist er schon, da bist du durch deine Beine durchgewuselt. Und er sieht dann nur noch den zweiten Kameraden. Wir wissen gerade noch nicht, was los ist. Aber du siehst, wie die beiden jetzt auch gleich um die Häuserkurve kommen. Du kannst noch weiterlaufen. Du siehst, wie Grogge kurz vor dir ist. Lauft! Lauft! Und dann renne ich weiter. Grogge ist durch. Ronga. Ihr werdet eingekreist. Das gefällt mir ganz und gar nicht, wie wir hier eingekreist werden. Schneller Blick nach links, schneller Blick nach rechts, sehe ich, ob die Paktiererin bereits wieder einen Pfeil auf dem Bogen hat. Du weißt nichts von der Paktiererin. Ich weiß nichts von der Paktiererin. 3, 2. Sturmangriff. Auf wen? Diesen? Auf genau den da. Oh, alles klar. Dann hau rein. Hat natürlich noch eine Parade. Möchtest du eine Finte einsagen? Nö, brauche ich nicht. Das klappt auch so. Das klappt auch so mit der 20. Dann rennst du in ihn rein. Er bekommt einmal einen Passierschlag. Der ist aber erschwert um 8. Also. Ja, das ist richtig. Und haut dir sein Schwert. Ja, du kannst noch in der letzten Sekunde dann deinen anderthalb Binder hochreißen, gleitest ab. Hä, hättest du sonst fast in den Kopf gehiebt. Du verlierst Initiative durch den misslungenen Sturmangriff und Groggel ist schon geflohen. Nächste Kampfrunde. Das waren 4 Initiative, oder? Genau. Frage, wollt ihr das auskämpfen? Nee, ich bin weg. Ich renne auch. Groggel rennt weg. Wohin? Nach Norden in die Also ja, Höhle. Ich würde mich also hier so an den Häusern entlang und dann über die Palisade. Gut, yep. Gib mir eine Kletternprobe. Klettern plus von innen sage ich eine plus 4. Dann ziehe ich euch schon mal runter. Was möchte Zidon tun? Ich leite das über Körperbeherrschung ab und gebe mir noch 5 ASP für Meisterhandwerk rein. Ja. Lieber im Kampf sterben als flehen. Mit der Heldengruppe. Ich hab mir eine verdeckte Mutprobe gewürfelt und das war eine 17. Ich bin weg. Gut, Groggel ist weg. Goggelmoggel kann ihre Körperbeherrschungsprobe noch würfeln. Frage an Perjin: Möchtest du kämpfen? Oder fliehen? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal auf meinen Charakter gucken. Nachteile: Prinzipientreue? Ja, hab ich. Von daher, da ist Paktierer hier auch gibt, wird gekämpft. Okay. Sturmangriff auf den Mob, wenn er. Alles klar. Halben Schritt zur Seite von Ronga. Sturmangriff, ein zweiter von Bergi. Aber ich würde auch hier den Sturmangriff dem folgen, wenn ich bin nicht in Reichweite. Ja, Körperbeherrschungsproben, wie gesagt, auch nochmal, auch wenn ihr sie schafft. Körperbeherrschungsproben müsst ihr immer schaffen, um den Sturmangriff einzuleiten bei Regen. Bei Mansch. Oh. Komme ich überhaupt dran, wenn ich auch auf den drauf möchte? Ja, doch, klar. Also Sturmangriff, dann benutzt du ja beide Aktionen und hiebst dann zu und durch das die... Das heißt, ich würfel mal meine Körperbeherrschungsprobe. Ja, das ist also gelungen. Also ist beides gelungen? Das Ronga, du musst deine Körperbeherrschungsprobe nicht würfeln, weil du sowieso eine 20 hattest, ne? Also das ist dann dem... Achso, ja, gewesen. Ich hab's einfach hinterher geworfen. Ja, ist okay. Ja, also mein Sturmangriff ist gelungen. Ja. Sind 9 plus 4.
Plus halbe GS. Wie schnell, was für eine GS hast du? 8 oder 7? Wo sehe ich ein GS? Wahrscheinlich, wie bist du gerüstet? Eine 4er? Dann hast du wahrscheinlich eine GS von 6. Das sind 3 Schaden mehr. Und dann kann Zidon den Sturmangriff nochmal auswürfeln. Ich hatte die Körperbeherrschung, ich muss nur nochmal einen Angriff würfeln. Genau, Körperbeherrschung habe ich gesehen. Also, einfach die Attacke, ne? Ist ja auch noch erschwert. Plus 4 für den Sturmangriff. Zidon, würfel nochmal eine Trefferzone, kann immer Kopf sein, ne? Oder auch nicht. Das ist ein misslungen, ne? Dann kriegst du noch einen Passierschlag. Der ist gelungen. Mit 12 TP. Auf Zidon. Rüstung kannst du abziehen. Nächste Kampf. Ja, welche Trefferzone ist das denn? Weil die ist ja abhängig. Oder habe ich einfach durchgehend 4? Nee, habe ich nicht. Mittlerweile könnt ihr wohl sehen, wie sich Wulfgrim mit einem Pfeil in seinem Kinn aufgerichtet hat. Er blutet wie ein Schwein. Ihr könnt ihn sehen, wie er seinen Kopf von oben aus dem Häuschen rausstreckt. Ergebt euch, ihr Schwachsinnigen! Wann krieg ich denn meine erste Wunde? Ergebt euch! Ansonsten, ihr könnt gerne versuchen weiterzukämpfen, aber wenn ihr das Schwert da fallen lasst oder sinken lasst, ist die Frage jetzt an euch. Bonga dürfte. Arroganz hast du gefunden. Ich glaube, ich dürfte nicht. Naja, ich meine, jetzt spielt dein Leben steht auf dem Spiel. Kann man ja immer noch später arrogant sein. Mir ist egal, wenn du das auskämpfen willst. Bonga? Nee, Ronga geht kämpfend runter, also Kasim muss gerettet werden, Bergin? Bei Möglichkeit. Ich bin am Kämpfen, also da Zidon? Hilft nichts. Okay, auch du gehst kämpfend runter. Zidon geht auch kämpfen runter, für Rondra. Für Rondra. Die Mordbrenner, Sturmangriffe. Werden sie diese Runde noch nicht schaffen, aber nächste Runde sind sie da. Und dann zu viert. Und die anderen kommen auch noch. Passen die da alle zwischen die beiden Häuser? Das Schöne ist ja, du kannst einen Sturmangriff nehmen auf eine Person und dann einen Schritt zur Seite, irgendwie über den Bach rüber oder an dir vorbei, das geht halt immer. Einen Schritt zur Seite, dann kommt der nächste, einen Schritt zur Seite, dann kommt der nächste. Mir geht's hier um diesen kleinen, das ist ja, kann man das vielleicht verteidigen? Zu dritt? Habt ihr einen Schildpfeil? Nee, natürlich mein Schild nicht. Ist kaputt gegangen. Ich habe zwar Formation, aber ich glaube... Genau, Formation wäre dann die richtige. Habe ich nicht Sperren in den Boden stecken oder sowas? Hat irgendwer von euch Formation? Leider nein. Oh, ich glaube, ich habe auch nicht Sperren in den Boden stecken. Das wär's jetzt. Das hat uns, das ist ja richtig uns gerettet. Keine Phalanx für uns. Ihr könnt sehen, wie Nagrasha ihren Kopf gemeinsam mit dem Kompositbogen aus dem Fenster streckt und jetzt auch anfängt, auf Gliedmaßen zu zielen, um euch an den Boden zu pinnen. Es gibt einen weiteren Ruf, während Wulfgrim laut ruft, ergebt euch ihr Narren ein weiteres Mal. Und Nagrasha flüstert ihm wohl was zu. Und es gibt einen weiteren Befehl von Wulfgrim. Ich würfel jetzt vorher erstmal die Sturmangriffe aus. Und zwar, ihr könnt euch überlegen, es sind 4 Mordbrenner, die von hinten kommen. Was haben die für eine Waffe? Also Distanzklasse meine ich. NS. NS? Okay. Sind erstmal 4 Sturmangriffe auf beliebige Gegner. Ihr könnt die unter euch aufteilen, wie ihr wollt. 1, 2, 3, 4. Ich würfel eine exemplarische Körperbeherrschungsprobe. Wow. Wow. Und sie schlittern durch den Matsch auf euch zu. Mit voller Wucht, mit voller Härte. Ja, ich nehme mal 2 davon und halte 2 gegen. Also ich würde sonst auch 2 parieren. Da ich ja noch ein Schild habe. Mhm. Kommt wie gesagt noch 4 weitere auf euch zu, keine Sorge. Dann würfe ich mal schnell meine 2 Paraden. Einmal gegenhalten. Mhm. Zweimal gelungen. Kriegst du den halben Schaden?
Genau, ersten mit 2 Punkte gelungen, aber die erste Attacke war auch nicht so gut und Inni habe ich einiges mehr als die. Und ich glaube mit der 1. Warte, ach so, 1 habe ich gar nicht gesehen. Ja, Crit, ja, coole Sache. Mach mal den Schaden, ich glaube, den nehme ich gleich auch raus, dann ist der weg. Ja, da kommt ja noch seine GS mit hinzu. Hier, das ist erstmal der eine ohne Crit, die erste Attacke. Ja. Gib ihm schon mal eine Wunde. Den anderen, glaube ich, nehme ich mit gleich als tot raus. Oh, und so, selber nur doppelt. 26, ja, den setze ich mal auf tot, beziehungsweise kampfunfähig. Bevor die anderen vier heranbrechen, gibt es einen lauten Pfiff von Wolfgrimm. Lasst sie frei. Herr Grascher will ihren Spaß. Die Jagd soll beginnen. Die Mordbrenner weichen zur Seite. Was für Jagd! Stell dich mir im Zweikampf, wie Rundra es möchte. Ey, lass uns verschwinden. Nehmt euren Toten. Haben. Er wird euch auffallen. Oder lasst ihn hier für die Krähen. Ja, sind die auch aus der Gasse zurückgegangen, sodass wir einen Weg zur Kasim hätten? Ja, oder? Auf den Pfiff auf alle Fälle. Ihr wisst nicht genau, ob sie euch noch irgendwann mit diesen reißenden Schwertern in den Rücken schlagen. Es ist ein echt ekelhaftes Gefühl, wenn ihr dann an ihnen vorbeigeht an der Formation. Wie sie euch da wölfisch angrinsen, die Mordbrenner. Aber die Jagd ist eröffnet. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch aus dem Kampf lösen und Kasim aufheben. Ich würde zu Kasim laufen und ihn aufheben. Ich ja, schnellstmöglich. Natürlich mit. Wenn ich liegen gelassen. Mit Augen nach hinten, Schwert immer noch in der Hand. Sollte die Schützin jetzt schießen wollen, will Ronga das mit dem Schwert parieren können. Ja, ist natürlich eine Meisterleistung, aber sie tut's nicht. Aber du siehst, wie sie euch beobachtet, wie sie das Blut wahrnimmt. Und so könnt ihr euch aus der Silbermine fliehen. Zurückkehren, schwer verletzt wie ihr seid, nach aus dem Tor raus, spürt die bohrenden Blicke. Ihr habt zum Glück ein Lager, was gut versteckt ist. Ob das reicht, um einer Nagrach-Paktiererin zu entgehen, wer weiß.